Meine Liebe und eure Freund, ihr hört ein neutorisches Programm mit Liebschaft von Paris. Beim Mikrofon ist Michael Felsenbaum. Paris, blüht die Liebe und flieht Arzt zu Arzt, Lied zu Lied, und der Träum weint und lacht jeden Tag, jede Nacht. In Paris, Frühling Zeit, kommt zu fliehen geschwind, und zerkannt sich der Wind auf die Dächer in Träum, in alles Teufel. Meine liebe und teure Damen und Herren, Habertes und Chavere, Kuschewe Freund, die neunte Keroidice, kurz von dem bisgur interessanten Text von Jan Lazar, ein Text mit unerwartet blutendicke Einflüssen von die kurze Szene von dem, was wird vorkommen in Zukunft, a kurz dem, will ich zuziehen dem Aufmerk von meine teure Zuhörer zu einke illusaitigen, aber sehr wichtigen Prat. Deino, es trefft amul, als ihr stößt sich um auf etwas an nitken wichtige Sach, was Leute eurer Meinung ist nicht wert der Schwarze unter den Nägel. Und in der Zeit darin, der Filter, mamisch umgericht, als die Oseitige sagt, blitzem beid euer Leben in der Richtung, wegen welcher ihr auch da viel nicht geträumt. Wenn solche Passierungen treffen, als ein verbrennten Avanturist wie Jan Lazar, das ist ganz verständlich, und wegen dem kenne ich sein Kind wie Kuchen. Aber jetzt will ich euch, meine lieben Damen und Herren, bringen ein kurzes Beispiel, wie er so ein Os, ein Zeichen, ein Buchstabe, kann ändern dem Teuchen, dem Sinnen von einem Lied. Und er hat eine kurze Meise. Mit Jörn zurück, ob ich sich gegräht zu stellen, meine Pjäse, eine bittere Komödie in einem von den europäischen Theatern. Und zum Spektakel habe ich umgeschrieben an Monejoffe Lieder, öfter 20 und öfter noch mehr. Zwischen den Personagen ist gewesen einer Weiler, dorfischer Zigeiner, sehr komische und in derselben Zeit eine treurige Gestalt. Und vor ihm habe ich umgeschrieben drei Lieder und euch ein Lied in Reserve für sein kommenden Gild. Ein Lied, oder pünktlicher gesucht, ein nostalgischer Romans wegen einem alten Zigeiner, was vermogt, ein seltener Mäuser, sein ein und einzige Tochter. Ich will nicht über erzählen dem Teuchen von einem Romans, weil ihr wird ihm eint mir zum Ehren, nur der Nomen von einem Romans ob ich euch geklieben in einem Nussach von der zigeinerischen Klasse. Wanderweg, ein Weg, über welchen wandern die zigeinerische Nischumes, der zigeinerische Geuren. Beim Rekordieren dem Romans ist Emetzer gewesen oder mit oder nicht aufmerksam, und der Romans hat bekommen einander Käppel. Wunderweg, sei es der Weg viel mit Nissen, mit Wunder. Und in dem, also ich meine, liegt der größere Sort von dem Geurlboy. Von dem, wie also eine Kleinigkeit, ein Gräumeisel, auf welchen ihr wollt keinmal nicht die leichte Nacht, wird blutzem die Notabene von euer Leben, einmal auf eine kurze Zeit und einmal Tage, auf ewig.
Jan Lazar. Avikuach mit dem eigenen Geur. Steitsch, ob ich gesagt zu sich allein, wie soll du, Jan Lazar, a Stillerit von Israel bist verfahren zu an exotischer Philippiner Istirichke? A gute Frage, seht euch das a Samasel, ob ich schon, als du mit Lappe ich sich herein in schöne Geschichte mit netken puschete Freund, ich wollte viel gesagt, sehr netken puschete Freund, aber als ich hab schon nun geäuben zu erzählen, es lohnt mir gehen weiter. Als meine geliebte Kalle, die Baronesse Marquise de Bourret, ist umgericht umgekommen bei seinem Unglück in einem kleinen Pariser Hotel, ob ich verloren dem Interesse zum Leben. Bin geworden ein ganzer Heimsitzer, ob nicht gekannt essen, nicht gekannt schlafen, nicht gekannt arbeiten, mit keinem nicht gerät, nur Tag und Nacht gesessen beim Fenster und gehalten in ein Weine. Die Zeit hat sich Kilo abgestellt, meine Zeit. Aber die Menschen suchen doch, als die Zeit heilt die Wunden. Wo soll ich auch suchen? Ja, geheilt, nicht geheilt, das weiß ich nicht. Ich gedenk mein Markete bis ein zu Tag, hotsch, gemacht zwei Haduschen sitz ich schon. In a schmutzigen Grieb mit Wasser, der riech weißt wo, in die Philippiner Dschungeln. Ich sitz da neben und schwitz und red zu sich allein und zitter verpachet, bei Tag und bei Nacht. Es ist bei ihm sehr heiß und feucht und schrecklich, aber schwitzen schwitz ich nicht nur von der idiotischen Ritz und Feigkeit, nur überäubt von Pachet, von Pachet. Wie komm ich bloß um die Philippinen? Ich will, also weit von es rum. Aber gut, schade. Ich lass mir schon ein bisschen lachen, hat hört. Am meisten. Berg mit der Jurzerik. Ein paar Wochen noch markiert es erster Jurzeit, ob ich plötzlich bekommen eine Einladung in Luxemburg. Unterrichten in der Rieger Modefachschule. Ob gleich gegeben meiner Skumme, weil mir ist gewöhnt, mamisch peinlich zu sitzen in der Heim. Und die ganze Zeit trachten wegen Marquetes Ptieren. Die Menschen sagen doch, ob ich sich getracht habe, mich an die Mucke, mich an die Mose. Bin ich gefahren in Luxemburg und untergeschrieben an Obmach auf 2 Jahre. Das Land ist mir sehr gefällt geworden, aber nicht die Hauptstadt. Ich weiß nicht, warum, Puschet nicht gefallen geworden und scheu. Ich hab gedungen, eine kleine Diere, an gegenüber der Fachschule und ungeheuben Arbeiten. Die Arbeit ist gewöhnlich kein Schwere. Ich hab gehabt meine Lektien und die praktischen Seminare nur 3 Tage am Woche. Die übrige Zeit, die Rest von der Zeit hab ich spaziert, gesessen in Kaviarnis, getrinken Kaffee und bewähnt Marquetes Ptiere. Wie euch, mein eigenen bitteren Geurl. Nicht einmal bin ich schon gewähnt, gerät zuvor in Paris und besuchen Marquetes Käfer und öfter euch jenem fatalen Hotelzimmer, aber jedes Mal
ob ich gefunden habe, Satiritz nicht zu führen für eine Zeit. Als ob ich bin schon in Europa, verwus soll ich nicht zufuhren in Frankreich, mir wacker sein, markierte Stein. Und von der zweiten Seite, was wird es helfen? Ich kenn doch schon Gurnisch Länder, Gurnisch Baden. Die Wunden sind noch sehr frisch und wältig dick. Der Käfer wird doch von mir nicht abläufen. Kusche der More, du alter Zigeine, gebe mir dein Tochter weg, Pfarrer Freund. Aber schon ist Meure für die goldene Weine. Warten aber dir, ohne meine Wort ist genug. Mir ohne dir, ach Schwester, Brüder, ist auf na Wogen mit der Lied fuhren mir über der Welt, über der Welt der Jamme, zu der Weit der Sterne brieg, in dem Gold von Schkier Flammen jagte die Lied. Thank you.
Fragt bei dem Wind und frage bei den Menschen. Rein ist meine Liebe, wie Himmel ist blau. Ich bin ein Kind von dir, Rachewes, kennst du Menschen. Mich mit deiner Tochter ohne sie für meine Freund. Überfällt den Wert und der alte Zigeuner hat sich vertracht auf der Region. Oi, a Sprung auf ein Pferd und Stechterle sein flieht zu ihrem Glück in dem Himmel. Von ein Zeit, meine lieben und teure Damen und Herren, habe ich getracht, dass so, ich bin schon ein Jahr in Europa. Für wo soll ich nicht zuvor in Frankreich mehr wacker sein, Markete stehen? Und von der zweiten Seite, was wird es helfen? Was? Ich kenne doch schon gurne Ständer und die Wunden sind noch sehr frisch und weitig, der Käfer wird von mir nicht angelaufen. Also hat es gedauert, öfter heute Zeit, nicht mehr to be or not to be. Zu vorn, nicht zu vorn. Sof kol sof, sind mir nimmes geworden, die wappelnischen Kaviarnis, Kave, die Bilder von den ausgemutscht glücklichen Patienten von den Kaffeien, der ein und die theatral schopperne Klienten bei die Tischlach. Und besonders meine Schumme Wein. Bin ich wieder geworden, ein Heimsitzer, aber jetzt bin ich schon gesessen, sehr weit von der Heim. In einer gedingener Luxemburger Diere mit fremder und sehr schwerer, abgeriebener Mäbel. Ich habe probiert, ausarbeiten ein paar neue Gillette-Modellen zu der Milaner Frühling-Präsentation. Es ist nicht gegangen. Ich habe probiert, leinen. Es ist nicht gegangen. Spazieren. Gegangen. Sie haben mit den Kollegen, ist nicht gegangen, zu Funken Paris, ist nicht gegangen, zu vergessen Markete, ist nicht gegangen. Gott mein, keine Sache ist mir nicht gegangen. Nur mit den Lektien habe ich nicht gehabt, kein Problem. Nur mit den Lektien. Von den Lektien habe ich gehabt, verkehrt. Eine große Anove. Die Studenten sind gewesen, gut zugegrenzt, sei theoretisch und sei praktisch, besonders in der Computergrafik. Ich bin kein Mal nicht gewesen, kein größer Mumche in Computerei, aber jetzt, wenn ich ob gedacht halten meine Lektion auf Französisch und nicht auf Hebräisch, darf ich jetzt, ob ich gut erfüllt,
als meine Studenten sind geboren geworden mit dem Computer auf die Knie. Und ich, noch gar nicht kein alter Mensch, ich bin schon mamisch an abgeriebener Beise. Auf Hebräisch ob ich noch etwas wusste gekannt, aber auf Französisch, am Maki. Ich bin geschwommen in der französischen Computerterminologie wie ein Ausgewanderter von die Papuaser Dschungel. Ob Mama Schmöre geht vor dem PC wie vor der Gasle. Und auch er, mein kleiner Laptopchik, ist geworden die Oibsiebe von mein schlafferischen Sitzen in der Philippiner Saune und mein Schwitzen mit Schweiß und Blut und Tränen und die meißische Uhr, Kachuja. Es hat sich heus gewesen, als einer von meinen Studenten, ein Stiller und sehr sympathischer Bucher, hat gekannt ein bisschen Hebräisch. Mit ein paar Jahren zurück ist er abgewehen, ein paar Chadushim bei seiner Chaverte in Israel und noch nicht vergessen die paar hundert Wörter, welche er hat ausgelernt bei seiner Liebereise in dem Heiligen Land. Die Liebe ist weg, aber die Wörter sind ja geblieben. Bekitzer, der Dosiker Bucher, Andy, hat sich untergenommen, mich auszulernen, die Terminologie und andere Computerstiegler. Und als ich, ob schon etwas wusste, gekannt, verstehe, ob ich ungeheben sich ein Zures auf mein eigenes Tuch ist. Wie vielleicht zum mein Seide Jandl Ulle verschwunden. Dämmelt, wenn ich bin gewesen, als still und als schämmende Kind, ob ich nicht gekannt verstehen, dem Badeit von Seides Wertel, aber jetzt, no, es ist schön, du, ich zu singen, ich zu tanzen. Hab gewollt, entlaufen von Markites Schott, von Markites Reich, von Markites avanturistische Stieglach, von peinigle sich Reunis und Weidig, von Arz Riesenisch in von der Eil. Zum Sof bin Taki ja entlaufen, von der Okrenk aber gekommen zu a Zweiter. Das Glitschen und Schwimmen in Internets, das Suchen und Entplecken neue Welten, das Untergucken jenems Leben und Unterehren jenems Seudes, das Spielen mit Reale, aber überall verstellte und unglückliche Menschen ist ähnlich zu einer Epidemie. Es ist bei ihm eine Krankheit, ein Mischigas, ein Cholera. Es weckt auf alle deine Kusche. Es rief dich zu helfen, dein Dämien Arbeit und deine zu dein Gewissen, Gefühlen und Schuke in der Fehle, wenn du verstehst und bist sicher, als von jener Seitlinie sitzt nicht kein 16-jährig naiv Mädel, nur ein 80-jährige kranke Psychopathin oder ein glänzende Gelegnerte, ein Spinnerte, mamisch ein ausgezeichnete Artistin. Und dämmelt bist du mamschig mit der Spiel und stellst weiter dein Leben in a mamuschesdicke Gefahr. Und die Spiel in Gefahr wird pamelig die Gefahr guffe, die Gefahr allein. Ich hab a Sach gelehnt wegen die Schkurim und Spielen im Internet, wegen Gazlunim und Vergewaltiger, wegen Pädophilen und Ganoven, mit einem Wort, wo sind der gut? Der Mem ist gesucht, da viele Ungazlunim, unverstellte Skenes, hat mich der Computer keinmal besonders nicht interessiert.
reinzukicken in Google oder anschreiben einen Brief, das ja, das ist gut, schnell und praktisch. Euch zu arbeiten über ein neues Modell von der Gillette Michael. Alles ist bei der Hand, sei Grafik, sei Farben und du, ob ich sich reingelappet. Wie steht es geschrieben bei Ishayahu Hanovi? Mika Faregel ve Adrosh, von Kopf bis Fies. Nur gute Psures, meine liebe und teure Freund. Bis morgen mit Liebschaft von Paris. Paris, blüht die Liebe und flieht Arzt zu Arzt, Lied zu Lied. Und der Träum weint und lacht jeden Tag, jede Nacht in Paris. Frühlingszeit, komm zu fliehen geschwind. Und zetat sich der Wind auf die Dächer in Träum, in ein Nest durch den Bäumen in Paris. Tanzt der Wind in dem Frühling Paris, in der Luft scharf und süß, in die Parken und Schenk, auf die Große, auf die Bank in Paris. Und die Sonne guckt mit Schmeichelereien in ein Gläserle Wein und so spielt sich und tanzt auf die